Teils, teils. Also teils durch Verletzungen, teils durch beruflich Verhinderte oder privat Verhinderte. Zwei, drei mussten auch geschont werden, wie zum Beispiel unser Innenverteidiger Ulle Strenget, der mit 37 mittlerweile jetzt jedes Spiel über 90 Minuten gemacht hat. Der brauchte auch mal eine Pause. Ja, und somit sind wir heute ohne nominellen Innenverteidiger aufgelaufen, haben unseren Zehner Lars Günther heute mal als Innenverteidiger ausprobiert. Hatten auch von der 1B noch Verstärkung in der Innenverteidigung mit Olli Berghoff. Die beiden haben das aber ganz gut gemacht, sag ich mal. Klar, dass da noch so ein bisschen die Abstimmung fehlt, aber das war in Ordnung. Nee, Verlängerung wollten wir nicht, obwohl wir Verlängerung können. Das haben wir schon in Stierstadt gezeigt, aber nein, wir wollten die Verlängerung uns ersparen, weil wir schon wieder Samstag spielen. Was mir nicht gefallen hat, wir hatten zu viele Schwächeperioden, definitiv. Also ich glaube, wir haben hier das Spiel nur knappe 20 Minuten, vielleicht 25 Minuten dominiert, spielerisch auch. Und danach war es ja schon schwach und es war definitiv ein glücklicher Sieg im Oberstädten. Wenn sie es nach vorne cleverer ausspielen, glaube ich, kann 3-4 Tore schießen. Und wir haben uns so beim letzten Pass immer schwer getan und kaum Torchancen herausgespielt. In der Liga mit Platz 4 stehen wir sensationell immer noch da, auch nach 3 Niederlagen am Stück jetzt und endlich mal wieder ein Sieg gegen Bruchköbel. Ja, jetzt haben wir uns ein nächstes Spitzenspiel erarbeitet am Samstag gegen Hanau. Das wollen wir diesmal nicht verlieren. Das wäre schön, wenn wir da einen Punkt mitholen und uns vielleicht oben so ein bisschen festsetzen können. Wäre natürlich sensationell, wenn wir die Saison vielleicht auf Platz 5 oder 6 abschließen könnten. Wenn man das Spiel heute sieht, können wir froh sein, wenn wir einen Klassenerhalt schaffen in der Verbandsliga.